haben wir die Palisade auf unserer Seite, haben wir eine viel bessere Möglichkeit, sie auf unsere Seite zu ziehen. In der Tat. Ja, Kasim, der sich kurz zum Verschnaufen an die Wand gelehnt hat, auch den Kopf an die Wand gelehnt, der richtet sich jetzt wieder auf. Ja, gut, hier rutscht man wenigstens nicht mehr so widerlich aus wie auf dem Wald. Und dann versucht Kasim sich mal da, an den Weg zu erinnern, der zu dem Tunnel führt. Ja, entweder Orientierung mit Spezialisierung Höhlen oder Bergbau könnt ihr auch würfeln. Können wir alle? Ja, na klar, könnten wir verschiedene Proben anbieten. Sinneschärfe würde ich da jetzt nicht zulassen, aber Orientierung auf alle Fälle. Und ich glaube, die drei sollte mir auch auf alle Fälle reichen. Sodass ihr mit Perjins Hilfe den kleinen Abraumgang wieder finden könnt. Die sehen hier alle sehr gleich aus, da sie allesamt dann von dem Hauptgang abzweigen. Aber der dritte Gang, dem ihr dann folgt, über die Steine klettert, könnt ihr dann wieder eure eigenen Spuren finden und nach wenigen weiteren Metern dann auch die frische Luft, die euch entgegenrauscht und auch dann das Plätschern des Baches irgendwo unter euch. Also gut, ich würde sagen, ich würde ja eigentlich mich anbieten, weil ich der besteste Schleicher von uns bin. Aber ist halt ein bisschen doof, wenn ich da bei den Leuten klopfe, dann werden die bestimmt dann werden die ganz wuschig, weil die noch nie so einen hübschen Goblin gesehen haben. Ja, und dann wollen die wieder in die Backen kneifen. Das ist immer voll gruselig. Gerade alte Frauen, die nicht mehr so gut sehen können, die sagen, oh, bist du flauschig, kneif, kneif, kneif. Ich weiß nicht, ob wir die Arbeiter hier schon direkt auch ansprechen sollten. Lasst uns erstmal schauen, wie viele noch hier drin sind. Dann gehe ich mal vorspähen. Vielleicht können wir sie vorher überwältigen. Dann gehe ich mal vorspähen, würde ich sagen. In der Tat, nicht kopflos, wie beim letzten Mal. Nein, ich gehe mal das Dorf ausspähen. Hast du vielleicht noch irgendwie so ein Überkleid, damit ich mein Fell verstecken kann? Ja, ich könnte mit dir meine Robe geben, aber die müsstest du abschneiden, sonst stolperst du drüber. Naja, es geht ja. Ja, oder gib mir so ein Oberkleid, wie der Mann da trägt, der Perjin. Hast du noch so ein Oberklamotte, damit halt man mein Fell nicht sofort sieht? Ich habe nur meine Klamotten. Na gut, ja, Mann, dann duft hier. So ja, nimm meinen Mantel, das passt. Ob du in meinen Holzharnisch reinpasst, ich glaube nicht. Nein, es geht ja nicht um Rüstung, ich habe da eine Rüstung. Es geht ja nur um, dann gib mir deinen Mantel. Pass auf, dass du nicht stolperst. Ja, ich würde mir diesen Mantel überziehen, damit man halt nicht sofort Goblin sieht, sondern eher irgendwie kleine Personen. Und dann würde ich mich mal vorsichtig hier runterschleichen wollen ins Dorf. Ja, wenn du gerade oben aus dem Loch raus guckst, kannst du sehen, dass eine der Mordbrenner gerade durch das Dorf herunterläuft, durch die Silbermine. Die Palisade ist tatsächlich verschlossen, das Tor wurde zugemacht und er hämmert mit seinem großen Schwert auf dem Schild herum. Ausgangssperre, alle rein! Sodass die Leute, die eben zumindest draußen standen im Regen, sich unterhalten hatten, sehr, sehr leise, dann alle nach und nach drinnen gehen. Der Mordbrenner dreht eine Runde, eine zweite Runde, es dauert grob, du wirst sagen, 5 Minuten. Und dann stellt er sich wieder an das Tor, weil er schwindet da und auch aus deinem Sicht- und Blickwinkel. Du kannst noch erkennen, dass sich wohl oben im Wachturm jemand befindet, kannst aber keinen sehen, da der nicht am Fenster steht. Und dann ist alles wieder still, nur noch das Regen. Ja, also ich würde dann mal wieder den Abhang runter. Mhm. Vorsichtig über den Fluss. Also halt das Ganze aber langsam, leise und vorsichtig und dann würde ich mal mich durchs Dorf schleichen, also so halt halt in außerhalb der Sichtlinie vom Wachturm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also du kannst auf alle Fälle wieder hinter das Haus, hinter dem ihr angefangen hattet, und da kannst du erstmal stehen bleiben. Das Dorf hat, wie gesagt, eine Silberschmelze und ein Silberlager. Das müsste dann auf der rechten Seite zu finden sein. Und du kannst Unterkünfte erkennen für Arbeiter, die in den Berg getrieben worden sind. Das sind eine ganze Menge. So schäbige Bretterbuden in den Berg reingebaut.
Und da schlafen dann wohl diejenigen, die kein oder wenig Geld haben. Die Türen sind dann auch mit einem Riegel verschlossen. Und ja, du siehst dann auch, wie verschiedene Kerzen angezündet werden im Inneren der Fenster und kannst dich beliebig weit dann versuchen zu bewegen. Dann spähe ich doch gleich mal irgendwie in das Haus hier rein. Ja, du kannst eine Frau erkennen, die wohl gerade ihren Umhang ablegt, hat da wohl verschiedene Amulette. Und was dir auffällt, ist, sie riecht nach Metall und sie hat wohl auch, wenn sie sich umdreht, auf ihrem einen Auge ist sie blind und so silbrigen Einschluss, den du erkennen kannst, überall auf ihrem Gesicht sind diese Silbersprenkel. Sie scheint viel mit Metall zu arbeiten, hat sich da wohl auch schon verletzt in einiger Zeit. Und normalerweise würde sie dich so wohl sehen, aber dadurch, dass sie auf dem einen schlechten Auge eben blind ist, kannst du dann noch rechtzeitig deine Nase dann wieder wegziehen. Dann gebe ich mal oben für Goggle-Moggel das Signal so von wegen Haus, eine Person. Also ich deute auf das Haus hinter mir und dann einen Finger in die Höhe. Und macht dabei so eine Hammerbewegung wie Schmied. Also, ja. Also, Groggel hat was gefunden. Da in der Hütte, wo der gerade ist, gibt es eine Person. Und die ist so eine Metallkloppe-Person. Das war's. Weiter gucken. Gut. Also eine Schmiedin. Ja, das ist das Wort. Sie wird sicher eine Waffe haben. Aber dann sei es auch nur ein Hammer. Erstmal brauchen wir die uns gefährlich werden können. Ja, dann, also ich würde jetzt mal wirklich so gucken, in dem das Dorf absuchen, wie viele Mordbrenner ich wirklich sehen kann. Okay, dann gib mir noch mal eine Schleichenprobe. Ja. Durch den Matsch ist das ein bisschen schwieriger. Ich sag mal eine plus 4. Aber der Regen nimmt das auch alles so ein bisschen. Ah, passt. Also plus 4 oder plus minus 0? Na, mach plus minus 0. Ist auch so schon schwierig genug. Zurzeit siehst du die eine Person an dem Tor, bewacht es wohl, ist verschlossen. Und mindestens zwei weitere Personen, die du da oben hören kannst. Ansonsten, die Pferde sind weg, die Paktiererin ist weg, auch wenn du nicht weißt, was ein Pakt ist, aber die Bogenschützin, genau, die weiße Frau ist weg und auch die anderen Mordbrenner sind irgendwo im Wald und suchen nach euch. Okay, dann gebe ich ein Zeichen irgendwie hoch zu, also wenn ich wieder an einem Punkt bin, wo Goggle-Moggle mich sehen kann, zeige ich ihr im Prinzip drei Finger hoch, so eine Stechbewegung mit dem Messer und Feuer, weil Mordbrenner. Und dann mache ich so eine Reitbewegung und schüttel dabei den Kopf. Und Bogen schießen und auch den Kopf schütteln. Ich hoffe, sie kann es übersetzen. Hoffe mal, Attack. Sowas habe ich nicht. Ja, dann schon viel. Fingerfertigkeit. Ja, soll gelungen sein. Intuitives Attack. Fingerfertigkeit plus 7, trotzdem gelungen. Uiuiui, ei. Ja, Groggel, das ist wirklich ein tüchtiger Jäger. Also, es sind noch drei von diesen bösen Mordbuben da. Und, Bogenschütze weg. Reiter weg. Also, niemand, der uns beschießen kann, die Jäger. Wir erwartet und wissen, dass wir es mit drei Gegnern auf uns haben. Das ist gut. Die Bogenschützin war mit Abstand das Schlimmste beim letzten Versuch. Das heißt, wir könnten die überwältigen. Wir müssten noch wissen, wo sie stehen. Erstmal gucken, ob Groggel gerade zu mir guckt. Ja, wenn Groggel dann seinen Blick wieder nach oben wandt, wird Goggle-Moggle ihm das Zeichen für wo
ja, und dann diese Stechgeste machen. Dann hebt er einen Finger, zeigt Richtung Tor und hebt zwei Finger und zeigt Richtung Turm. Ja, ja, jetzt weiß ich so. Einer am Tor, da und dann im Türmchen. Da sind auch noch die anderen beiden. Drei. Das mit dem Turm. Wie kriegen wir die da am besten raus? Ich denke, wir sollten den Einzelnen im selben Moment stürmen, wie alle anderen in den Turm stürmen. Den Einzelnen könnten doch die Goblins totschießen, wenn wir beide in den Turm gehen. Das wäre eine Idee. Die Goblins nähern sich. Also Goggelmoggel und Groggel nähern sich am besten von zwei verschiedenen Seiten der Torwache, sodass, wenn einer entdeckt wird, der andere auf jeden Fall im Rücken ist und einen tödlichen Streich landen kann. Ihr könnt beide auf die Distanz agieren mit Bogen und Wurfspeeren. Das ist sehr gut. Wir sind sehr gut. Wenn ich mir das Dorf richtig eingeprägt habe, sind da direkt rechts und links neben dem Tor Häuser. Die im Turm, das wird vermutlich nicht ohne eine direkte Kampfkonfrontation machbar sein. Für diesen Fall kann ich versuchen, man schaut zu Ronga oder Pertlin und zu, kurz zu beiden, ich kann einen von euch noch einmal verstärken. Wir haben noch zwei Zauber im Stab. Einmal ein Verstärkungszauber. Wie das eine Mal, nicht so potent. Als ich mein Kettenhemd gesprengt habe. Nicht so potent. Dieser ist eher durchschnittlich. Sollte euch alle... Warst du mal so fett? Nein. Ich habe es mit einem Verstärkungszauber übertrieben, sodass seine Arme zu dick geworden sind und das Kettenhemd geöffnet. Er ist aufgeplatzt wie eine Wurstpelle. So, dieses Kettenhemd hat mir echt viel bedeutet. Im Zweifel hat es uns das Leben gerettet, dass du so stark warst. Spielt jetzt keine Rolle mehr. Das hat es wohl. Und einmal kann ich versuchen, jemanden umzuwehen. Ich kann aber keinen Turm umwehen. Das funktioniert. Behalt dir das für den Notfall auf. Umwehen heißt in diesem Fall etwas unter 15 Schritt. Das ist die Reichweite. Wobei ich bestimmt 15 Schritt in der Breite, einen Kegel, einen Windstoß erzeugen kann, der selbst einen wirklich geübten Kämpfer von den Füßen holen kann. Ronga hat das schon einmal gesehen, das ist sehr praktisch. Aber, Frosty, wie hoch ist denn der Turm? Jetzt mal so als Gedanke. Vielleicht kann man das vom Turm runterwehen, Experiment ja wiederholen. Also es gibt ein Fundament und zwei Stockwerke darüber. Also so 7-8 Meter oben. Also du kannst pro Stockwerk 3 Meter rechnen, das heißt so grob 9 Meter. Es könnte funktionieren, wenn sie sich nah genug an der Brüstung oben befinden oder runtergucken, könnte ich versuchen, sie runterzuwehen, aber das ist eine ziemlich unsichere Angelegenheit. Und diesen Trumpf würde ich mir gerne bis zum Ende aufhalten. Ja, ja, bleib mal besser hier und erhol dich noch ein bisschen, nur im Notfall. Man sollte beim Boltern den Fürst des Eises bis zuletzt aufsparen. Oh je, jetzt ist er verwirrt geworden. Trink doch ein Schnappes. Er überlegt kurz. Ich trinke gern so viel von deinem Schnaps wie möglich, wenn wir das hier überleben. Aber jetzt brauche ich einen klaren Kopf. Na gut. Und er ist wirklich gut. Also. Schauen zu Perjin, zu Ronga, zu Goggelmoggel. Haltet ihr das für einen guten Plan? Dass ihr beide, Groggel und Goggelmoggel, den Mordbuben am Tor von rechts und links flankiert und dann mit einem Pfeil und Wurfspeer außer Gefecht setzt und dass Ronga und Perjin mit einer von beiden, also so wie ich das verstanden habe, Ronga, magisch verstärkt den Turm stürmen. Ich denke, das könnten wir machen. Ja, das klingt sehr heldelig. Das mache ich. Meine astralen Kräfte haben sich sehr gut erholt in der vergangenen Nacht.
aber mein körperlicher Zustand ist bestenfalls desolat. Ich halte nicht einen einzigen Streich vermutlich aus. Deshalb würde ich mich gern möglichst im Hintergrund halten und wenn diese Operation startet, im Zweifel am besten bei der Schmiedin in das Haus gehen und versuchen, sie als nennen wir Verbündete hier, vielleicht als Anführerin zu kontaktieren. Schmiede sind, so wie ich das verstanden habe, ehrbare Handwerker. Und haben vielleicht etwas zu sagen in dieser Dorfgemeinschaft. Goggelmoggel signalisiert mal runter zu Groggel. Menschen, Turm, wir, Mordbube am Tor. Ich würfel mal Klugheit, ob er so eine komplizierte Anweisung versteht. Ich beobachte ihn genau. Er grübelt, popelt etwas in der Nase, aber nickt dann. Prosti, wenn es zum Kampf kommt, kann ich quasi vorausschauend für die Planung eine Kriegskunde-Taktik würfeln, um uns quasi dafür zu sorgen, dass, wenn es zum Kampf kommt, wir alle orientiert starten oder sowas? Es kommt halt darauf an, ob ihr jetzt aus dem Hinterhalt agiert. Aktuell habt ihr eine -8 auf den ersten Schuss. Wenn ihr halt entdeckt werdet, dann ist das weniger so der Fall. Aber aktuell könnt ihr euch alle orientieren, ja. Noch seid ihr im Hinterhalt. Das heißt, ihr seid sowieso alle auf der 6. Okay, das ist schön. Ja gut, dann würde ich tatsächlich, dann wird Kasim sich bei Ronga und Perjin halten, um die beiden dann im Kampf gegen die Mordbrenner am Turm zu koordinieren. Er muss sich halt hinten halten, weil der nach dem ersten Schlag sonst tot ist. Wie lange wird das wohl dauern, bis wir in den Turm reinkommen? Die Tür wird wohl nicht verschlossen sein, aber gehen wir durch die Tür und nehmen dann die Treppen? Oder wir schlagen gegen die Tür und hoffen, dass sie runterkommen. Das schließt aber ein gewisses, nicht kalkulierbares Risiko ein. Ja, wenn da irgendwer gegen die Tür schlägt, das wird sie wohl bei der hiesigen Situation eine Alarmbereitschaft bringen. Ich meine, sie wissen doch, wer hier sich hier befindet. Und es befindet sich eine Ausgangssperre, hat doch der eine geschrien. Ja, das stimmt. Das ist voll dumm, an die Tür zu klopfen. Das vernichtet unser Überraschungsmoment. Ich weiß auch nicht, ob wir ungesehen zum Turm kommen. Ja, während ihr euch da oben unterhaltet, könnt ihr sehen, wie Groggel gerade ziemlich langweilig geworden ist und er fängt an, irgendwie mit Steinchen zu jonglieren, was ihm nur mäßig gelingt. Aber er tänzelt da so ein bisschen umher und keckert und was Goblins eben so tun. Machen wir jetzt auch was, mir wird langweilig. Außerdem muss ich mal pipi. Wir sollten uns auch beeilen, nicht, dass die anderen bald zurückkommen. Genau, das heißt, ihr beiden Goblins von beiden Seiten, den am Turm, am Tor, und wir gehen zum Turm. Gut, wir versuchen es, soweit es wir können, ungesehen und müssen stürmen in den Turm. Goggelmoggel, geh du voraus und postiert euch. Und wir bewegen, also ich bewege mich hier von der Position erst weg, wenn ihr in Position seid. Wenn ich den Berg runterfalle, dann sind sie auf jeden Fall alarmiert. Ja, aber dann haben sie euch nicht im Blick, sondern denken, wir kommen da runter, aber ihr seid schon in Position. Ach, du bist so schlau, Schamanerich. Ich gehe vor. Ich habe meine Reputation zu retten, nach dem, was das letzte Mal passiert ist. Goggelmoggel macht sich auf den Weg nach unten. Sie ist dabei auch möglichst vorsichtig, signalisiert Groggel kurz vorher noch einmal, dass sie jetzt runterkommt und dass er sich bereit machen soll und rechts rumgehen soll, aus seiner Sicht. Psst. Was? Die hat Glitzer im Gesicht. Ist das gesund? Weiß ich nicht, aber das sieht cool aus. Oh. Na gut, du gehst darum und ich das andere links. Weißt du? Ja, okay. Also ich hier. Ja, ich hab verstanden. Ja, los. Und wir greifen gleichzeitig an.
Ja, wir möchten uns gerne zum Mordbrenner schleichen, und zwar außenrum. Ans Tor, jo, alles klar. Dann könnt ihr euch dort relativ einfach noch bewegen, solange ihr nicht gesehen werdet. Ich sag einfach mal bis zu diesem Punkt, beziehungsweise auf der anderen Seite bis zu... Ja doch, du kommst relativ einfach ran. Über die verschiedenen Häuser kannst du dir selber Deckung geben. Ich glaube, Gorgel kommt da tatsächlich auch an das ran. Sodass ihr jetzt aktuell grob 13 Meter Entfernung zu ihm hättet. Die Goblins verschwinden. Was wollen derweil die anderen drei tun? Naja, Kasim überlegt, guckt, wie schnell die sich unten bewegen und versucht dann quasi abzumessen zeitlich, wie lange die wohl brauchen, um in Position zu kommen. Und wenn er sich sicher ist, dass sie in Position sind, plus irgendwie, keine Ahnung, 3, 4, 5 Herzschläge, dann guckt er zu Perjin und zu Ronga. Jetzt sollten wir runtergehen. Ich würde Kasim gerne mit meinem Speer helfen, dass er sich dran festhalten kann, dass ich oben noch weiter stehe, solange und ihm sozusagen den Speer hinhalte, dass er da sich dran festhalten kann, um runterzukommen. Kasim schüttelt den Kopf. Wenn wir beide fallen, dann ist das schlecht. Wenn einer fällt, ist das vertretbar. Wenn ihr es sagt, Meister. Das Überleben des Einzigen hat hier keinerlei Bedeutung. Es geht um die Mission und darum, dass diese miese Paktiererin auf Dauer ihrem Schicksal zugeführt wird. Ich nicke und würde dann auch vorsichtig runterklettern. Perjin klettert runter. Ronga. Ronga. Direkt hinterher. Und ich würde halt probieren, schleichend zum Turm zu kommen. Okay. Zum okay, Turm. Jetzt. Währenddessen, Kasim, du kannst sehen, Ronga ist gerade runtergeschlittert. Perjin kauert sich an den Turm ran. Ronga folgt ihm. Da kannst du sehen, wie zwei Mordbrenner wieder aus dem Wald nach zur Palisade schreiten. Und sie haben jemanden mit sich, der höllisch blutet. Sidon. Höre ich das auch bei mir? Ja. Ich weiß nicht, kann Goggle-Moggle mich sehen? Nee, von der Position, wo ihr aktuell seid, noch nicht. Aber... so wie er da steht. Also ihr könnt auf alle Fälle jetzt alle hören, wir haben das Schwein gefunden, er lebt noch, aber wir werden ihn noch weiter bluten lassen. Vielleicht hören die anderen das ja. Habt ihr gehört? Macht das Tor auf! Weil dann würde ich nämlich jetzt einen Pfeil auf die Sehne legen und bevor der Typ das Tor aufmacht, will ich ihn eigentlich abschießen. Ja, jetzt habt ihr auf alle Fälle, er hat sich gerade umgedreht, hat das Rufen seiner Kumpanen gehört und ist jetzt gerade dabei, den riesigen Riegel aus Holz wieder anzuheben. Angriff aus dem Hinterhalt, minus 8. Okay, dann, warte, ich muss mir mal eben die Fernkampftabelle aufmachen. Ja, du kannst beliebig viel zielen quasi, das tust du wohl die ganze Zeit schon, kannst dir dann also eine gute Ansage geben. Ja, weil ich würde gerne, warte mal, die ist ja ganz unten. Also Mensch, er ist eine plus 2 mittelgroß, Entfernung, das wird wahrscheinlich nah sein, ne? Warte. Minus 0. 15 ist das zweite, ja, also plus minus 0. Mhm. Dann ist es ein zurzeit leichte Bewegung, das ist auch plus minus 0. Die Sichtverhältnisse, es regnet, da gebe ich dir eine plus 4. Die kannst du auch nicht durch dämmerungssichtig abbauen. Und dann könntest du quasi noch Trefferzonen ansagen. Ansonsten hast du eine plus 2 für die Dämmerung und plus 4 sind plus 6 insgesamt. Also plus 6 minus 8 sind erstmal noch erleichtert um 2. Durch das Zielen der minus 8? Durch das, du hast doch gesagt, wir haben eine Erleichterung von 8, weil der... Achso, aus dem Hinterhalt, ne? Ja, genau. Okay. Das heißt, ich bin nur erleichtert um 2. Genau. Dann kann ich ja maximal zielen, das sind glaube ich dann 4 Aktionen, die ich meine ich zielen kann, ne? Genau, ich glaube nicht mehr als 4 Aktionen. Ja, das heißt erleichtert. Du bist doch auch 6. Meisterschütze. Kann ich dann mehr Aktionen zielen? Nee, aber es ist dann, du musst dann nicht so lange zielen. Ah, okay. Also dann 4 Erleichterungen, dann bin ich bei erleichtert um 6. Dann würde ich dem gerne auf den Kopf schießen, weil der wahrscheinlich hat er einen Helm auf.
Der ist überall mit einer plus 4 gerüstet. Kopf ist eine plus 5 für einen Meisterschützen. Genau. Dann habe ich noch erleichtert um 1. Und dann würde ich gerne eine... Erleichterung um 8 schon drin? Ja, ja. Okay. Ist jetzt alles aufgerechnet, bin ich bei erleichtert um 1. Und dann würde ich noch gerne eine 6er, 7er, 8er TP-Ansage machen. Okay. Du weißt, dass du mit einer Erschwernis von 10 aufs Auge zielen kannst? Also, dann kannst du Kopf weglassen und da kriegst du nur eine 10er Erschwernis. Dann würdest du sogar weniger bei rauskommen, als du jetzt hättest. Denn jetzt hast du durch Kopf und 6er Ansage 11. Ja, aber Zone, der steht gerade mit dem Rücken zu mir, deswegen ist Auge ein bisschen schwer. Na gut, aber Gehirn, also es geht auf alle Fälle. Augentreffer, solltest du aufs Auge zielen, beziehungsweise auf das Herz, das wäre ebenso möglich, dann könntest du mit einer plus 10, das würde wie ein gezielter Stich funktionieren, Wundschwelle minus 2 und du verursachst eine zusätzliche Wunde, führt auch zum Nachteil einäugig bei ihm. Also ja, der und ist geht deine Rüstung vorbei. Ja. Okay, dann nehme ich Auge, Herz. Also ich war bei plus 6, bin dann jetzt bei erleichtert um 6, wäre dann jetzt bei erschwert um 4. Wucht 3 könntest du noch machen, dann wärst du bei der gleichen Ansage. Genau, dann mache ich noch eine Wucht 3 drauf. Gut. Geht das? Dass man das kombiniert, Zone ja, und Ja, erst Meisterschütze von mir aus. Das ist streng geheime Goblin-Technologie. Ja, also das heißt, bei einer 1 bis 19 treffe ich. Ja, oh nur zu mehr Ansagen. Nicht bei solchen Schüssen.